Seid mir gegrüßt, werte Damen, werte Herren und alle, die es noch werden wollen. Was? Egal. Ja, willkommen zurück im Abenteuermodus von Super Mario Maker 2. Aufträge zu vergeben, wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ich pack euch jetzt noch ein paar Aufgaben oben drauf oder Aufträge. Und als nächstes geht es an das wilde Gewippe. Na, wenn das nicht toll klingt. Ich habe ein paar Wippen aufgebaut, um einen schönen Trimmlichtpfad zu erschaffen. Falls sich auf einer Wippe Bösewichter breit gemacht haben, hilft vielleicht eine Stampfattacke auf die andere Seite, um sie wegzukatapultieren. Einfach springen und L unten bewegen. Der Sportlehrer. Oh Gott, ich stand immer auf Kriegsfuß mit den Sportlehrern. Sie haben es immer versucht, mir beizubringen. Es ging nie. Gut. Ei, wie schön. New Super Mario Bros. Yippie. Hier sind also Gegner. Irgendwo auf den Wippen. Die fiese Fiesigkeiten ausgeheckt haben. Na, das wollen wir ja nochmal sehen. Juhu. Oh, ey, der hat mich verarscht. Hey, Cooper. Verarschst du mich nicht? Na, das läuft ja wie am Schnürchen. Aber es ist eine 2-Sterne-Mission. Die hat ihren zweiten Stern nicht umsonst bekommen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Was ist denn da oben drin? Ah, ein extra Leben. Sehr gut. Das kann ich gut gebrauchen, glaube ich. Falls nochmal ein Super Mario World Level kommt oder irgendwie sowas. Ja. Ohrchen. Piranha Plante. Lass mich bloß in Ruhe. Ich gehe mal besser hier runter, oder? Oder lasse mich hier runter wippen. Oder wie auch immer. Yippie. Na, bisher ja noch ganz easy peasy, aber... Oh, Twomp. Donald Twomp ist auch hier. Na, dann mach mal. Moment. Kann ich? Ah ja. Kann ich hier in die Röhre rein? Ein bisschen Speed vielleicht? Ein bisschen Speed vielleicht? Na toll, das habe ich jetzt davon. Na schön. Dann gehen wir halt doch hoch. Was soll's? Werden wir halt nicht erfahren, was in dieser Röhre drin ist. Puh. Wir wollen ja auch Fortschritt machen. Fortschritt ist ganz wichtig. Ich hab ja selbst ein Interesse daran, dass der Abenteuermodus sich nicht zu arg zieht. Und dennoch muss ich sagen, ich habe richtig Spaß bisher. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, dazu zu schauen. Auf der anderen Seite, stellt euch mal nicht so an. Hiya. So, schön. Jetzt bist du da oben. Es gefällt dir da oben, oder? So. Kann ich da... Ah, verdammt. Ich habe gedacht, ich könnte nebendran noch mal so ein bisschen... Jetzt traue ich mich nicht mehr. Jetzt habe ich meinen Pilz verloren. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Das ist ja schon das Ziel. Ah, schade, ärgerlich. Wer weiß, was da oben noch gewesen wäre. Aber ich traue mich jetzt nicht mehr. Egal, 45 Münzen reichen. Und eine Punktzahl von... Over 9000! Das ist ganz besonders wichtig. Ja, bravo! Schön, nochmal fast 200 Münzen obendruf. Das heißt, wir können jetzt nochmal zu Toadette gehen. Hey Toadette, du bist eine ganz nette. Willst du den Stunt der Bauarbeitern sehen? No. Ja, natürlich. Oh, guck mal, der Westflügel sieht doch schon ziemlich gut aus. Jetzt machen wir noch das Hauptgebäude. Der Bau kann beginnen. So, 33 Münzen habe ich nur noch. Also mal ehrlich, da kann man doch schon drin wohnen. Mit ein bisschen Fantasie. Ja, ja, Geld dran schaffen. Alter Schwede. Ist ja alles so geldgeil. Das ist das richtiger YouTuber-Modus ist das hier. Kettengreifer, trimm dich Pfad. Schuh, Schuh, Schubidu. Oh Gott, das klingt gut. Das Haus der vielen Schlüssel. Oben drauf ist unten drauf.
Schöner wohnen mit Knochen trocken, Wüstenwirbelwinde, Springen verboten. Was ist denn Springen verboten? Junger Freund, das hier ist eine Herausforderung für echte Stars. Kannst du den Level abschließen, ohne je zu springen oder runterzufallen? Kleiner Tipp! Halte Y gedrückt, um schneller zu laufen, aber nur im richtigen Moment. Na, dann zeige ich Ihnen mal, wo der Hammer hängt. Oh ja. Yeah. Gut. Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn verlassen hast. Oh, das könnte brutal werden. Wie soll ich denn zum Beispiel an dem hier vorbei? Okay, der sinkt ab. Und dann taucht er wieder schnell auf. Oh Gott. Ich trau mich nicht. Oh Gott, es war gut, dass ich mich nicht getraut habe. Okay. Ich trau mich jetzt einfach mal. Uff. Oh, das könnte gefährlich werden. Aber du hast nicht umsonst 500 Sekunden hier Zeit. Mario Time. Mario Time. Mario hat 500 Time. Hier hoch oder hier lang? Was wäre besser? Die Greifer dürfen mich bestimmt nicht greifen, weil da komme ich ja nur mit Springen wieder raus. Also. Oh. Oh. Jo, legt's mir am Arsch. Darf ich durch die Tür? Was? Also muss ich hier hoch. Das war. Ja, genau, das ist das, wo wir gerade waren. Oh. Oh. Mario. Time! Boah, nix wie rein. Mario Time. Oh Gott. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Wenn ich jetzt hier runterlaufe. Was passiert mir jetzt, wenn ich jetzt hier runterlaufe? Ich komme doch da nur mit Springen wieder weg. Es sei denn, links oder also rechts runter komme ich nicht ohne Springen. Also ging es theoretisch nur links runter. Aber warum sollten sie das so machen? Ah! Guck mal, was die Buhus da haben. Ah! Wenn sie mir jetzt... Oh Gott! Oh shit, aber wie soll ich jetzt an denen vorbeikommen? Okay, nochmal. Ich glaube, ich muss nochmal raus. Ach gut, dass ich nicht sofort losspurte. So, okay. Lasst fallen, lasst fallen! Lasst fallen! Nein! Oh, die Zielbedingung kann nicht mehr erfüllt werden. Also darfst du tatsächlich nicht darunter. Oh, oh, Münzen. Münzen im Überfluss und ich kann keine davon sammeln. No! Fuck! So ein Mist. So ein Mist. Okay, das hat einen Stern. Das ist durch diese Zielbedingung gar nicht so einfach. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Die Katze liegt im Schnee. Ja. Katzen-Mario wäre jetzt sehr schön hier. Warum auch immer. Warum, was für einen Vorteil sollte mir Katzen-Mario hier bringen? Ich sage ja auch nicht, dass er vom Vorteil wäre. Ich sage einfach nur, dass es schön wäre. Scheiß auf die Münzen da hinten. Wir rennen jetzt hier einfach durch. Da kenne ich nichts. Und was mache ich jetzt? Wie bauen sie mir jetzt diese Brücke hier? Brücke. So bauen sie mir diese Brücke. Oh, oh nein. Oh nein. Die Zielbedingung kann nicht mehr erfüllt werden. Was ist denn das bitte? Was ist denn das bitte? Was ist denn... Puh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Habe ich schon erwähnt, dass das knapp war? Also für alle, die... Ich Volldepp, wieso bleibe ich einfach stehen? Oh mein... Das wird schwer. Ja nee, ist klar. Geil. Das ist ja der Hammer.
schmeiße aber Scheiß auf die Münze. Ich bin froh, wenn ich das jetzt sehr einfach schaffe. Nicht zu fassen. Aber das ist ein sehr interessantes Level, trotz allem. Nur weiß ich noch nicht genau, was ich bei dem Maulwurf da machen soll und ob das jetzt hier nochmal so gut klappt. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es klappt nochmal so gut, okay. Nein. Okay, das breche ich... Verliere ich jetzt noch ein Leben, weil ich aufgeben gedrückt habe? Mamma mia. Mamma mia. Okay. Das ist mir jetzt für den Moment ein bisschen zu hoch. Das lassen wir jetzt für den Moment mal, weil ich noch ein bisschen was schaffen will heute. Machen wir erstmal was anderes. Nehmen wir mal Nummer 7. Komm, 7 ist eine Glückszahl. Ich habe einen richtig coolen Kettengreiferkurs. Wenn der Wer es entschieden hat, kriegt eine Belohnung, wenn du an einem Kettengreifer hängst. Ja, komm, das weiß ich doch. Hit MC. Was kann bei einem MC schief gehen? Oh, cool. Super Mario Bros. 3. Schön. Was war das denn gerade für ein Level? Mann. Was mache ich denn? Wieso will ich den Pilz nicht? Lüdel. Weehawk ist zu schlecht. Ja. Ja, geil. Ich muss noch mehr schwingen. Ich schwinge und schwinge und singe. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Ich hab's so befürchtet, ey. Das war doch klar. Das kann ein langes Let's Play werden. Ey, das hätte ich nicht erwartet. Also, dass das jetzt schon so... Wobei das schon alles geht. Das war jetzt halt auch wirklich diese... Oh, cool, Mario Stern. Ja! Vielleicht hätte ich ein bisschen schneller sein müssen, dann hätte ich die Koopas noch platt machen können. Egal! Das war so klar. Aber glücklicherweise gibt es hier jede Menge Fragezeichenblöcke. Das ist zumindest eine faire Mission. Also, ich habe das Gefühl, der Abenteuermodus wird uns doch etwas länger auf Trab halten als erwartet, aber... Naja. Kommt schon, das war auch wirklich jetzt ein sehr komisches Level. Das hier ist jetzt schon wieder eine Ecke cooler, muss ich sagen. Obwohl, abwarten, jetzt kommt etwas, was vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Ja, flattert mal schön nach unten. Ja! Uff, ich wäre fast drauf stehen geblieben. Habt ihr das gesehen? Ich wollte schon wieder stehen bleiben. Es ist nie gut, einfach stehen zu bleiben. Oh. Oh, wir haben es schon geschafft. Cool, wenn ich jetzt noch an die 10 Münzen da oben rankomme, dann haben wir ein bisschen was gut gemacht. Ja. Und jetzt noch, komm. So als Zugabe noch die 2, oder? Japs. Was? Yay. Noch immer hin. Ja, klatscht. Ich bitte drum. Ein bisschen Applaus. So, was machen wir jetzt noch? 13%? Hey, das läuft ja wie am Schnürchen. Vielleicht geht der Abenteuermodus ja doch ganz schnell. So. Oben drauf ist unten drauf. Komm, dann machen wir jetzt noch. Das klingt lustig. Obwohl da eigentlich nur steht, oben ist unten. Ich glaube, mein Tunnel habe ich bis zur anderen Seite des Planeten gegraben. Das ist alles verkehrt herum. Irgendwie lustig, aber auch irgendwie verwirrend. Hügel runterrutschen kann man dort bestimmt... Kann man da zum Beispiel mit L oben drauf? Fieser Maulwurf, das ist bestimmt Bottles. Und dann hätte ich eigentlich auch anders reden müssen. Ne? Weil Banjo-Kazooie habe ich ihn ja immer so gesprochen. Okay, oben ist so unten. Ne? Das ist eigentlich nicht so korrekt physikalisch gesehen.
Autschen. Okay, cool. Na, das war jetzt ein anderer Maulwurf mit Autschen, aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Wer hätte gedacht, dass der einfach runterkommt? Was? Komm jetzt. Komm jetzt, Mario. Das darf so nicht enden! Halt die Fresse, Luigi! Ich brauch dich nicht! Ich hab dich noch nie ge... Spaghetti! Okay. Okay. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Wir müssen das entspannt machen. Wir müssen im Birdman-Modus bleiben, sozusagen. Denn nur im Birdman-Modus haben wir eine Chance, dieses wunderbare Level zu schaffen. Seht nur, wie Mario völlig entspannt dem Nachthimmel entgegenläuft. Die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzt und einfach seinen netten Nachtspaziergang so ordentlich genießt. So kennen wir unseren kleinen, lieben Klempner, dessen Bruder uns viel zu schnell zum Aufgeben verleiten will. Hoppala, oh, jetzt habe ich ein wenig die Stimme. Ah, jetzt habe ich den Birdman-Modus schon kaputt gemacht, ne? Oh, shit. Japs! Egal. Weiter geht's. Ah! Ich hätte damit rechnen müssen, dass das ein Abgrund ist, ne? Oben ist unten. Fuck! Wie läuft denn das heute? Das ist ja fürchterlich. Aber egal, Fehlversuche gehören dazu. Fehlversuche sind auch ein Teil unseres Lebens. Fehlversuche lassen uns stärker werden. Nur so können wir lernen. Nur so können wir uns stetig verbessern. Es ist egal, dann brauchen wir eben 5 Versuche, um einen Zentimeter weiterzukommen im Level. Irgendwann werden wir auch die restlichen fehlenden Zentimeter dieses Levels auch noch erkundet haben. Das kann ich euch versprechen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir schaffen das Ganze auch zur Not ohne Power-Up und werden definitiv nach diesem Level ein wenig gereifter sein. Ja, sehen wir es doch einfach als den Weg schlechthin zur Reife. Oh fuck, ich hab Angst. Komme ich jetzt am besten an dem vorbei? So nicht! Schade! Oh yeah. Hey Luigi, hey Luigi, willst du es nochmal versuchen, Bruderherz? Wenn du Probleme hast, platziere mit Hilfe von... Ansonsten kann ich das Ganze für dich erledigen? Luigi überlassen? Ja, bin ich denn deppert? Versuch uns doch mal! Damit hatte ich nicht gerechnet, dass der auf einmal runterkommt. Ah, ihn ausgetrickst. Irgendwie. Oh nein. Oh nein.
Was ist denn nun hier los? Wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Gott. Nee. Es darf doch nicht wahr sein. Ich bin fast geneigt zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Aber der Ostflügel ist fertig. Das motiviert mich gleich sehr viel mehr. Und 16%. Außer Tiernahrung. Rubbel, rubbel. Rubbel, rubbel. Wirklich. Du heißt Rubbel, rubbel. Das soll ein kinderfreundliches Let's Play. Okay, komm. Herr Radierer. Hey, Kleiner. Hältst dich ran, was? Vielleicht gibt's hier in der Gegend ja auch für einen Kerl wie mich was zu tun. Man sieht sich. Hoffe ich zumindest. Oh, scheiße. Ich hab Angst. Wollen wir noch eins machen? Komm, eins machen wir noch. Eins packe ich euch noch oben drauf. Komm, Schubidu. Das klingt gut. Schuhgumbas können ganz schön nerven. Nicht Schuhgumbas. Aber wenn man ihre Schuhe klaut, kann man über Stacheln gehen. Wenn du ein anderes Modell anprobieren möchtest, steig einfach mit Hilfe von R aus. Mit den großen Varianten kannst du in der Luft mit L unten eine Stampfattacke ausführen. Warum habe ich nur das Gefühl, dass das genauso lange dauern wird? Denn wenigstens habe ich wieder 5 Leben. Das ist nett. Yay! So, dich darf ich jetzt töten. Mit dir kann ich jetzt keine Stampfattacke machen. Na, kann ich aber hier unten rein? Kann ich anscheinend nicht. Aber ist ja auch egal. Ist nicht weiter notwendig. Oh Gott. Jo! Oh Gott! Nein! Nein, 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 nein! Nein, ich will meinen Pilz. Ohne den gehe ich nicht. Also ich glaube, es hackt. Ich gehe doch nicht ohne meinen Pilz. Oh, ich habe jetzt echt Lust auf einen Pilz. Also mit S. Das brauche ich nach der Aufnahme. Oh shit, oh shit. Nein, liebe Kinder. Ah. Oh, so viele Piranhas. Ich habe ja in Super Mario Maker 1 ein Level gemacht mit dem Namen Here is the problem. Too many Piranhas. You know what they say. Ja, tatsächlich. Ich habe einfach ein Level mit... auch hier im Untergrund mit Piranha-Gespamme gemacht. Oh, der große Schuh ist schon wieder weg. Ich habe ein bisschen Angst, auszusteigen. Ich könnte aussteigen, aber ich will es nicht. Jetzt! Okay, er muss gar nicht mit dem Kopf draußen sein, ich dachte. Dann geht's ja. So, ich kann jetzt Stampfattacke machen. Oh, cool. Ich zieh doch keinen Frauenstiefel an. Was ist hier los? Ich bin nicht Metaton. Oh Gott. Nein! Nein! Der kann fliegen. Cool. Ich leider nicht. Oh, wie funktioniert... Ich kann aber nur nach oben flattern, so ein bisschen. Nein! Ich hab das jetzt nicht absichtlich gemacht. Das war jetzt irgendwie komisch. Ohne den Schuh hätte die Stelle jetzt besser geklappt, muss man sagen. Oh, crap. Wer braucht schon Power-Ups? Da ist eins, ja, aber wer braucht es? Oh, nein! Jetzt muss ich doch diesen Schuh hier anziehen. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wieso habe ich damit nicht gerechnet? Ich war doch schon an dieser Stelle.
Oh Gott. Ah, nein, der wird schießen. Ah, nicht schießen. Nicht schießen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh, ich bin echt drüber gekommen. Oh, nein, jetzt bin ich in der Klemme. Oh, bin durch. Ich krieg hier voll Panik. Du kannst diese Scheiße hier einbauen, kein Problem. Ich gehe normal ins Ziel. Ich muss nicht oben an die Fahnenstange. Es ist mir sowas von egal. Ich bin so froh, dass dieses Let's Play niemand finden wird auf YouTube. Wehe, ihr erzählt es weiter. Ah, ich komme, wir machen Pause hier an dieser Stelle. Das ist ja sensationell gelaufen heute. Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.